Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dead Rising 3. Halt die Backen stramm, komm her. Chris, jetzt mit der Axt. Das gibt's nicht. Ein vor den Kiefer, dass er sich Blendgranate, der bringt mir nichts bei den Zombies. Los, weg den Schiss. Ja, die kommt wieder zurück. So. Türchen Scheiße. Ist offen. Ich brauche einen Kartenschlüssel oder so. Dafür brauche ich die Blendgranate. Alles klar. Die gesichtet. Verstärkung, verdammt. Das macht nicht gerade viel Schaden, aber besser als nichts. Wir brauchen mehr Männer. Unserem Spielzeug. Triffst du gar nichts mit. Du bist totes Fleisch. Hey, die Ausrede kenne ich irgendwo, ja. Aber dann gucken wir doch gleich mal. Ich brauche jetzt erstmal was zu fressen. So, klappt. Läuft wie geschmiert. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich eine Waffe finde. Irgendwas zum draufkloppen. Der Bohrer. Scheiße. Dran vorbeigeschlichen und jetzt geht's ab hier vorne in den Transporter rein. Ich muss jetzt irgendwas, weiß ich nicht. Da, genau das habe ich gesucht. Was auch immer das hier ist. Da ist ein Bauplan. Splitterschuss. Nee, lass mal. Johnny, bist du es? Ich hab ihn! Ich mach dich fertig, du kleine Made! Nein! So, komm her. Ist geritzt. Oder auch nicht. Wie ein Samurai gegen diesen, weiß ich nicht, da. Ja, ein starker Commander Krieger hier vorne. So, ab zum Toren. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Los, nicht raus hier! Hey, komm zurück! Wir sind noch nicht fertig! Ich sollte dir eine verpassen. Aber ich schulde dir was. An die Arbeit. Abgestochen, wie ein Schwein. Halt, halt, halt! Ich muss das Flugzeug auftanken. Und meinen Freund fahren. Die suchen ihn. Dein Freund ist sicher nicht der Einzige, den sie suchen. Was sagst du? Warum? Keine Ahnung, Mann. Leg deine Karten auf den Tisch. Worum geht es hier? Ich schwöre, Red, keine Ahnung. Extrem gefährlich, am Arsch. Treffen wir uns beim Flugzeug? In der Lagerhalle, unten bei den Docks. Ich werde nach Annie und den anderen suchen. Wir treffen uns bei der Karaoke-Bar in Sunset Hills, okay? Wo ist der Treibstoff? Es ist im Central Storage, unten beim Freeway. Unter der Brücke. Steht gleich drin. Nicht zu verfehlen. Okay, ran ans Werk. Taxi! Taxi! Der hat doch gerade nochmal gesagt, hier wäre noch was. Frage des Gesetzes. Ne, die können wir weglassen. Übel geht weg. Speed Freak. Der Typ beim Puff, den holen wir uns jetzt mal. Map, map. Hoppala. Kurve kriegen wir nicht mehr gezogen. Ja, leck mir am Arsch.
Bahn frei. Runter! Alter, muss hier unten irgendwo sein. Komme ich da überhaupt hin oder bin ich daran schon vorbeigefahren? Nee, genau richtig. Genau das, was ich gebraucht habe. Map, map. Runter! Nein! Glück gehabt. Ich laufe zu Fuß weiter. Boah, wer schießt denn da wie so ein Irrer? Ach, ihr seid es. Ich dachte, hier wären noch so ein paar Überlebende. So, da ist der Puff. Oder auch nicht. Fuck, wo bin ich hier gelandet? Nick, Mann! Beim Polizeirevier in Central läuft so ein Typ rum. Sieht ziemlich tough aus. Unterbewaffnet? Mein Gott, geht mir aus dem Weg. Ich kann euch zombie, die gehen mir so richtig am Sack, geht die mir. Ruckzuck ist sie rüber. Noch nicht mal Armer, ne? Würde sie. Nee. Hätte ich das jetzt nicht als Aufnahme, das wird mir keinen Schwanz glauben. Annie! Oh, Scheiße. Verpiss dich. Holla. Der nächste Bossfight. Alter, was geht denn hier ab? Was machst du da drin? Bist du okay? Brauchst du Hilfe? Oh, Scheiße. Es ist okay. Ich tu dir nichts. Oh. Gerade reingeschneit und schon in Animierpose. Kein Grund, sich aufzuregen. Warum gehst du nicht darüber und schleckst an dem Lutscher? Ich lecke gar nichts von dir. Ein kleiner Tanz an der Stange. Sorry, bin echt nicht in Stimmung. Oh, das. Den habe ich, glaube ich, im Trailer gesehen. Der Flammenwerfer als Schwanz oder so. Der geht nicht auf. Bist du nicht ein bisschen besser gehorcht? Wenn du nicht auf mich hörst, dann wird Daddy richtig böse werden. Also. Warum befolgst du nicht Goldständer? Empfehlung? Vielleicht bin ich dann auch etwas kooperativer? Wir sollten uns einfach mal beruhigen. Tu, was ich sage! Du hast das alles! Ist der mich am... Ich tue. Werf den Scheinwerfer am Kopf. Noch nicht. Räkel dich an der Stange. Boah, was geht ab? Der ist ja unnormal. Der macht gar nicht mal so wenig Schaden. Den habe ich gleich. Oh, das Ding ist gleich am Arsch, dann geht's mit der Axt weiter.
ist noch ein Schwert, sehe ich gerade. Ramme die Stange, mein Freund. Lauf, meine Maus! Hier, howdy, Partner. Deinetwegen habe ich schon Samenstau. Diese angefeilten Zähne. Geht gar nicht. Ein Irrenhäuptling. Jetzt befreien wir die beiden eben, die können sofort mitkommen. Gleich zwei von der Sorte. Mechanik, das machen wir eh nicht. Ab Level 50. Was ist denn Mama mia. Gewandtheit. Oh Gott, danke. Danke, dass du mir den Hintern gerettet hast. Das geht. Cool. Du hast was gut bei mir. Danke, dass du mir den Hintern gerettet hast. Super. Kommt der eine jetzt nicht mit? Feuerlösche. Was ist jetzt? Open the door. Torwartblock. Ja. Ach du Scheiße. Zumindest gab es den Ausgang. Wajo. Oh, Mist. Hey, ein pinkes Ding. Julia. Oh, Julia, verpiss dich mit dem Dingen. Gib Gas, Uschi. Ist egal, gib Gas. Ole. Rhonda? Ach, stimmt ja, das war ja hier im Hangar. Mein Auto steht immer noch da. Mitkommen. Gib ich dich gleich mal hier ab. Süßer, ich sehe keine Benzinkanister in deinen Händen. Das gefällt mir gar nicht. So, wo kann ich die Alte denn abgeben? Ach komm, folg mir einfach. Passt schon. Warte, ich sollte Dingens ja Bescheid sagen. Genau. Manchmal fühle ich mich, als würde ich gefressen. Gut, den können wir nicht Bescheid sagen. Schade drum. Weil wir den eigentlich anquatschen sollten. So, wo geht's denn jetzt lang? Wo führt uns die nächste Geschichte hin? Was ist das? Unterbewaffnet. Gut, da können wir hingehen und anschließend gehen wir dann rüber. Kampagne. Bleib stehen und komm zurück. Jawohl. Springt der Eiskerl aufs Dach. Mach mal, wie die abheben, wenn du mit 20 km/h dagegen fährst. So, ab geht's über die Autobahn. Auch nicht mehr der Lebendigste, der oben am Dach liegt. Die Brücken sind ja leer. Wie geil ist das denn? Hoppala. Verdammt nochmal! Wer ist denn hier unterbewaffnet? Da gucken wir doch gleich mal. Alter Schwede! Map. Super. Sackgasse.
Kann das denn sein, dass er unter dem Boden ist? Liegt auf einer Brücke oder was ist das hier? Wir haben Besuch. Hier muss es irgendwo noch einen anderen Eingang geben. Ich sterbe! Stirb's nicht, sei leise. Upala, ich sterbe gleich. Erste Waffe kaputt, zweite Waffe kaputt. Verpiss dich. Schnell weg! Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Gibt's da nicht irgendwas zum Nachlesen? Ich könnte versuchen, die Tür aufzumachen, wenn das überhaupt geht. Ich brauche jetzt keine Waffe oder sonstiges dabei. Hände weg! Flossen weg. Knallt es. Verdammt! Nein! Wird wohl nichts mit. Da müssen wir durch zur Kampagne. Mapp! Oh, das ist so richtig geil, der Move. Wenn er hochspringt und das Ding auf die Stirn haut, wenn der runter bis zum Popo geht. Bewegung, Bewegung! Kam einer vom Dach geflogen. Ich glaube, zu Fuß sind wir ein bisschen besser als mit dem Auto. Du hast es geschafft, Mann. Alles gut. Uhuhu. Der Dicke jagt mich. Der dicke Nachbar. Jetzt nochmal durch das Lager rein. Armbrust mitnehmen. Komm, spring rüber. Wo ist dieses verdammte Lager? Unter der Brücke, hat er gesagt. Das müsste dann da unten sein. Straße gesperrt. Warum ist die Straße hier kaputt? Warum ist das so? Ich könnte versuchen, von hier aus auf das Auto drauf zu springen. Hat sogar geklappt. Jetzt gehen wir mal hier vorne rein. So, hier soll das Benzin gelagert sein. Dann gucken wir doch gleich mal. Hallo. Einmal der Schlüssel. Blumentopf. Nee. Ich hab den Schwertfisch. Gutes Benzin. Ist, nehme ich an, hier drinne. Ist seit denn, wir müssen da vorne weitergehen. Nehmen wir erstmal hier vorne gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Nein. So, wenn das nicht da drin ist, wo ist es dann? Das wird dann doch der Wagen hier sein. Gut, dann gehen wir erstmal rein da. Upsala. Tut mir leid, junge Dame. Ich hab's nicht gecheckt, dass sie noch von meinem Auto rumgesprungen sind. Springen wir mal raus. Aber das Benzin ist immer noch da. Das heißt, das muss in den Umkreis hier vorne sein. Fuck your world. Aufhauen. Upala. Pardon, Madame. Ich weiß nicht, irgendwie ist das
Nicht hier, das, was ich suche. Finde das Benzin, ja. Sunset Hills, hier bin ich richtig. Aber ich sollte bestimmt nur eine gewisse Uhrzeit da sein, wa? Ne. Ich hab dem vorhin ehrlich gesagt gar nicht zugehört, was er wollte. Ah, versteh schon. Können wir reingucken. Wollen wir mal runterkippen, das Zeug. Fühlen wir uns gleich viel besser. Einmal die Shortflinte. Auch austauschen, die brauche ich nicht. Scheiße! Wie übel! Oh, scheiße! Oh, oh! Super Armbrust. Oh Gott! Was ist denn? Scheiße! Die kam nicht raus, sie stackte fest. Endlich haben wir's. Was ist das denn für einer? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ist der Wespenmann. Scheiße, das ist so eine Mutation! Das gefällt mir nicht! Das Ding ist Hemlocks Priorität! Shit! Was ist mit dem Jungen? Lass ihn! Was zum... Was macht der mit den anderen? Scheiße! Nein! Weg von mir! Stopp! Alter! Weg! Nein! Geht weg! Langsam! Nein! Aua! Nein! Nein! Ja! Geht weg! Nein! Nein! Dieses Theatralische! Ach Gott! Alter! Was zum Teufel war das für ein Ding? Ich brauche ein Schutzschild! Gib Gas, Julia. Die Larven sich an seinen Eiern. Gucke mal. Lasst los! So, erstmal gucken. Ach Gott, jetzt habe ich ein ganzes Stück wieder fahren hier. So weniger von den Leuten wie möglich aufs Korn nehmen. Jetzt retten wir die noch eben. Mit dem Feuerlöscher, was ist los mit mir? Nimm deine Dreckshände von mir, widerlicher Zombie. Ach, das Ding kann gleich hochgehen. Es soll aufhören! Wer macht denn da hinter mir so Theater? So, meine Freunde, ich sehe auch gerade schon, leider endet unsere Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Dead Rising 3. Es bleibt spannend. Bis morgen.